Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands, und zwar Kommando-Herausforderung Kartellbasis Tabakal in Season 3, Woche 5. Kartellbasis in Tabakal zerstören, also das heißt mehr die Bosse. Und dazu starte ich in Tabakal Alpha. Da seht ihr, also wenn man jetzt die Mission Madre Coca startet hier in Tabakal, dann kommt man hier an. Und zwar geht es darum, in Tabakal Madre Coca fünfmal im Nahkampf zu töten. Super. Endlich mal darf man der Bratze was in die Backen hauen. Aber als erstes, Kommando-Herausforderungen sind nicht, Kommando-Einsatztrupp ist nicht die KI gemeint, auch nicht eure Koop-Kumpels. Das ist ein Clan in Ghost Recon Wildlands. Wie man einen Clan erstellt oder einen beitritt, findet ihr in der Beschreibung und eventuell auch in den Infokarten habe ich es verlinkt. Also ihr müsst sozusagen ein Ghost Recon Wildlands Clan angehören, um die Kommando-Herausforderung zu machen. Diese Frage kommt immer wieder, kein Thema. Ihr könnt mich ruhig fragen, ihr könnt mich anschreiben, ich antworte gern drauf. Aber nur zur Info, das steht auch in der Beschreibung und ich habe extra ein Video darüber gemacht. So, als erstes, man muss einfach der Mission folgen. Hier kommt noch ein Unidad-Fahrzeug, da bin ich jetzt ein bisschen ausgewichen. Ich lasse das jetzt schneller laufen, weil auch die Einzelherausforderungen diese Woche mit Madre Coca zu tun haben. Und alles doppelt zu sehen, macht keinen Sinn. Ich kann euch für diese Herausforderung kein Patentrezept anbieten. Ich habe hier echt viel Zeit verbracht und habe versucht, das auf alle möglichen Weisen zu lösen. Es ist aber egal, wie ich gespielt habe, Madre Coca hat nicht das Gleiche getan, wie was man erwartet. Sie ist einmal in ihren Häuschen geblieben, sie ist rausgerannt, war vor ihrem Häuschen, sie ist mitten im Lager gewesen, sie ist sogar die Straße runtergelaufen, die hier zu dem Anwesen von Madre Coca geht. Und sie ist da voll im Fight. Und ihr könnt euch hier diesen Weg vermieden, weil wenn ihr hier oben bleibt, werden Leute diesen Pfad hier runterkommen und werden euch böse in die Zange nehmen. Bereitet euch auf fiese Schießereien vor. Diese Herausforderung geht sowohl auf Arcade, auf Normal, egal auf welcher Schwierigkeit, könnt ihr diese Kommando-Herausforderung erledigen. Ihr müsst nicht auf Extrem oder T1 spielen. Hier seht ihr, ihr könnt die Drohne nicht nutzen, da es einen Jammer hier gibt. Dazu aber gleich. Ihr könnt sie eher zum Beispiel auf Arcade, auf Normal spielen und dann zum Ende hin auf T1 oder Extrem umschalten oder auch nicht. Es ist völlig egal, weil gezählt wird sogar auf Arcade. Ich habe alles durchgetestet. Da es hier ganz böse abgeht, die Madre Coca zu erledigen, ist nicht schwer. Sie im Nahkampf zu erledigen, schon. Das umso mehr. Hier unter, genau auf dem Pfad, wo ich gerade war, unten drunter ist der Jammer. Den könnt ihr zerschießen. Dann gibt es noch vorne vorm Lager ein Punkt, von dem ihr aus den sehen könnt. Da lässt er sich auch zerschießen. Dann könnt ihr die Drohne einsetzen. Zerschießt ihr den Jammer, geht sofort der Punk ab. Spottet ihr in der Basis rum, geht sofort der Punk ab. Was passieren kann, ist folgendes. Madre Coca stirbt, weil die Rebellen sie getötet haben, die ihr angefordert habt. Ist auch nicht so pralle. Also ihr müsst ganz vorsichtig sein mit Ablenkung und mit Verstärkung. Sonst kann es sein, dass die Madre Coca töten. Hier im Lager ist es so, Madre Coca ist ganz hinten auf so einem kleinen Coca-Feld. Hier und versteckt sich, weil es vorne abgeht. Wenn es vorne abgeht, könntet ihr einmal links um die Basis unten rumrennen. Dann müsst ihr aber aufpassen, dass dort nicht die Leibwächter sozusagen, da sind eine ganze Menge Santa Blancas, die sie bewachen. Da ist natürlich schon schön, wenn vorne eine Ablenkung ist, aber es könnte sein, dass Madre Coca nach vorne rennt. Wenn sie nicht nach vorne rennt, könnt ihr sie hier hinten einfach platt hauen. Aber das macht sie nicht ständig. So, ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen rumgewütet, aber ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, das wäre stundenlange Videos gewesen. Von dieser Seite kommt man eigentlich recht einfach an Madre Coca ran, aber wenn man vorher
die Santa Blancas erledigt hat. Madre Coca kann hier in dem Haus sein, vorm Haus, in der Basis direkt vor diesem Tor zu diesem Haus. Die kann auch die Straße runterlaufen und da unten auf die Rebellen losgehen oder auf euch. Je nachdem, also jedes Mal war etwas anders. Ich konnte sie nicht irgendwie, ich habe keinen Weg gefunden, um sie ein Vorgehen sozusagen, damit sie immer an derselben Stelle bleibt, habe ich leider nicht gefunden. Wenn es vorne abgeht am Tor, was es sowieso gibt, weil die Rebellen ja vorne im Lager sind, und ihr dann von hinten ums Lager rumrennt und Madre Coca dann platthaut, das ist machbar. Allerdings sind am Anfang ziemlich viele Santa Blancas hier in diesem Bereich, wo das Haus jetzt ist. So, ich habe hier viel rumprobiert und rumgeguckt, deswegen ist es auch, ich habe es zusammengeschnitten, um euch zu zeigen, was geht. Und ich habe jetzt auch ein paar Sachen, die nicht gehen, so wie Verstärkung, die Madre Coca tötet. Am einfachsten war es, also wenn die den Gemma nicht zerstört, vorne ein paar wegschießt oder spottet, dann geht der Kampf los mit den Santa Blancas und dann rennt ihr gleich hinten rum und passt auf, dass die Leute, die bei Madre Coca sind, dass ihr die mit dem Simultanschuss erwischt, die da rumstehen und dann Madre Coca platthaut. Ansonsten müsst ihr euch auf längere Schießereien einlassen und am besten keine Verstärkung und keine Ablenkung rufen, da sonst Madre Coca voll drauf losgeht und die versucht platt zu hauen. Sogar euch mit ihrem leichten Maschinengewehr, die rennt da voll rein. Oder könnte sein, dass sie reinrennt. Muss nicht sein, kann sein. So. Und ja, ich habe immer eine Blendgranate genommen, falls da auch jemand um die Ecke steht noch, dass der blendend vorbereitet ist auf meine Gurkenattacke hier. So, pam, dann umgehauen. Hier war leider die Aufnahme genau in den Augenblick zu Ende. Ich musste es schnell neu starten, sorry. So, hier ist die Zufahrt von unten von der Straße, der Weg hoch zu Madre Cocas Anwesen. So. Diese Straße geht praktisch unten von der Hauptstraße, von der geteerten Straße hier rauf. So, hier habe ich schon ein paar Santa Blancas am Arsch, die mich da suchen. Die beschäftige ich jetzt mal schnell. Und Madre Coca ist hier runtergerannt mit ihrem leichten Maschinengewehr. Und ihr seht, da kommt sie gerade den Hügel runtergerannt. Scheiße. Und die guckt natürlich, ich glaube, die braucht keine Brille. Die hat mehr als Kontolinsen. Die guten Sparkontolinsen. Von wenig Frau oder war das viel Mann? Ich weiß es nicht, aber es ist egal. Auf jeden Fall sieht die echt gut. Okay, die zweite hat sie. Ihr seht, die Leute schießen auf sie. Meine Leute auch. Muss man vorsichtig sein. Zack, erstmal Nase in Dreck gestopft und das war's. Also hier geht die normale Vorgehensweise nicht leise oder irgendwas. Hier geht's immer ab. Und böse ab. Hier seht ihr, wenn es vorne Ärger gibt, da auf der rechten Seite, ihr rennt unter dem Berg, unterm Lager nach links durch, ist Madre Coca hinten im Hof vor ihrem Haus und ihr könnt hinten schön den Berg raufgehen und landet direkt hinter ihr. Nein, ich habe nicht gesagt, geht nicht hinter Madre Coca, wenn die, haut sie gleich platt. Von hinten Madre Coca und so, nee, vergiss das ist... Kopfkino, das will keiner. So, ihr könnt aber auch am letzten natürlich auf Extrem umschalten oder auf T1. Ihr lässt es zum Beispiel auf Arcade, auf Normal, auf egal was für ein Schwierigkeitsgrad, ist überhaupt kein Ding. Diese Kommandoherausforderung hat kein Schwierigkeitsgrad Begrenzung oder ein Haken. Außer, dass ihr Madre Coca platthauen müsst. So, zack. So, dann wollen wir sie erstmal blenden mit unserer Persönlichkeit und dann, okay, sie hat keine Klötze, aber in die Gegend getreten und dann war's das. Und das war die Kommando-Herausforderung für Season 3, Woche 5. Sorry, es gab keine Patentlösung hierfür, ich habe echt gesucht, weil die Situation sich ständig ändert. Es gab ein Tier-1-Booster und wieder mal auch für die Einzelherausforderung. Und das war's auch für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was geht und was nicht geht oder damit ihr es vielleicht einfacher gehabt. Aber es gibt keine Patentlösung. Sorry, hab sie nicht gefunden.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mein Video angeguckt habt. Einen Daumen nach oben würde ich mich freuen oder ein Abo, für beides umso mehr. Danke und auf Wiedersehen.